Hallo liebe Freunde, ich bin heute ein bisschen gehandicapt. Heute macht der Timmy für euch mal ein Rezept und ich werde es auf jeden Fall zum Ende nochmal probieren. Das kann ich ja schließlich noch. Ja, wie Jörg bereits erwähnt hat, gibt es heute Cheeseburger Pasta. Da fangen wir mal ganz entspannt an. Und zwar haben wir 2 Liter Wasser, kochend. Und dazu gibt es nochmal so 2 Teelöffel Salz. Und genau danach kommen auch hier so circa 150 Gramm Nudeln. Welche Nudeln ihr da nehmt, total egal. Außer Spaghetti würde ich nun nicht empfehlen. Wir kochen das Ganze nur 10 bis 12 Minuten. Und dann nebenbei können wir schon was anderes machen. So, die Nudeln kochen nun schon seit circa 4 Minuten. Nun habe ich hier circa 250 Gramm gemischtes Hackfleisch. Das Ganze braten wir nun schön scharf an. Machen das schön klein. Und dann sehen wir uns mal gleich wieder. So, circa 1 Minute vergangen. Wir haben unser gemischtes Hackfleisch richtig schön scharf angebraten. Was nicht fehlen darf, Jörgi, eine rote Zwiebel, die ist für dich. Das war eine besonders große, muss sich ja auch lohnen. So, die braten wir nun auch schön scharf mit an in unserer Pfanne. Ich denke mal so circa ja, so 2 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Zwiebeln schön glasig angebraten. Jörg würde sagen, so liebe ich sie. Genau. Und zwar kommen jetzt als nächstes hier circa also 4 bis 5 Gewürzgurken dazu. Zack. Und genau so braten wir diese jetzt auch nochmal, ja, ich würde mal schätzen, so 2 bis 3 Minuten an. Hitze nicht auf volle Pulle, so wie Jörg jetzt sagen würde. Schön geschmeidig bleiben. Mittlere Hitze. 2-3 Minuten Gewürzgurken mit anbraten. Und dann kommen wir schon zum Verfeinern. Bleibt bitte dran. Das wird interessant, das wird schnell, das wird lecker. Das wird gut. So, die Zeit rennt. Ich glaube, ihr kennt es alle. Das sieht nicht nur gut aus, das duftet auch schon mal gut. Und damit es noch besser duftet und noch besser aussieht, habe ich hier einen gehäuften Teelöffel Salz, einen gehäuften Teelöffel Paprika edelsüß und einen Teelöffel gehäuft vom Pfeffer. Das kommt nun alles damit rein. Wir würzen nicht gleich zum Anfang. Wir würzen erst ein bisschen später. Probiert es aus, dann wisst ihr auch warum. Nächster Step. Wir haben hier so circa 1 bis 1,5 Esslöffel Senf, welchen wir da genommen haben. Ich glaube, die uns schon länger zuschauen, wissen ganz genau, welchen Senf wir da nehmen. Dazu kommt nochmal ein richtig guter Esslöffel vom Tomatenmark. Wie hoch der konzentriert ist, dreifach, falls die Frage aufkommt. Das Ganze vermengen wir nun ein wenig, braten das schön knusprig mit an. Nach circa 30 Sekunden habe ich hier einen schönen Esslöffel mit Kräuterfrischkäse. Das ist wirklich essentiell für dieses Gericht. Glaubt mir, ohne diesen Esslöffel schmeckt dieses Rezept nur halb so gut. Und dazu brauchen wir noch circa 100 Gramm passierte Tomaten. Das Ganze vermengen wir nun noch einmal kurz. Und eine wichtige Zutat fehlt immer noch.
Keine Sorge, das ist schnell, das ist einfach, das ist lecker. Trotzdem kurz einmal die ganze Masse nochmal schön anbraten. Das ist ganz wichtig. Das Ganze schön, kurz, scharf angebraten. Was fehlt? Richtig, so circa 100 Milliliter Wasser. Das Ganze gut verrühren. Wie ihr seht, kommen wir schon zu einer richtig guten Soße und genauso soll es auch sein. Das Ganze lassen wir nun kurz einreduzieren. Ich denke mal so 2 bis 3 Minuten, je nachdem wie euer Herd so drauf ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zeitlich passt das natürlich wieder perfekt. Unsere Nudeln sind fertig. Diese kommen nun als nächstes mit in unsere Cheeseburger-Pfanne. Wenn ihr die Nudeln mit rein tut, tut mir einen Gefallen, tut. Wenn da ein bisschen Nudelwasser mit bei ist, ist das absolut gar kein Problem. Im Gegenteil, das fördert nur noch den Geschmack. Die Nudeln kommen dazu, so soll es sein. Als nächstes einmal kurz untermengen. Denkt bitte dran, mittlere Hitze. Gebt nicht so viel Vollgas, das brauchen wir nicht. Und glaubt mir, wir sind noch lang nicht am Ende. Ich habe noch so eine kleine Spezialzutat für euch, die dieses ganze Rezept einfach unwiderstehlich macht. Wir waren bis jetzt schnell, lecker und einfach. Und jetzt kommen wir zu super lecker. Bleibt dran, bis gleich. So, wie versprochen, kurz vor Ende. Was fehlt? Richtig. Streukäse. Streukäse darf nie fehlen. Zumindest nicht bei unserem Cheeseburger-Rezept. Und viel Käse ist gut. Viel Käse schmeckt. Viel Käse ist geil. Ich sag's jetzt einfach mal so. Zack. So, das macht ihr ganz nach Gefühl. Mögt ihr Käse mehr, mögt ihr Käse nicht, weniger, mögt ihr gar keinen Käse, gar keinen Käse. Alle drei Varianten schmecken. Das Ganze lassen wir noch mal einmal kurz einreduzieren. So circa 1-2 Minuten, dass der Käse ein bisschen schmilzt. Und dann wird es nochmal interessant. Ja, also von der Optik sieht es ja schon mal ganz gut aus. Ich werde es mal kurz probieren. Dann gibt es ein Feedback von mir heute für dich, Timmy. Mhm. Oh. Du hast nicht zu viel versprochen, glaube ich, den Leuten. Das schmeckt sowas von lecker. Also ich bin begeistert. Du bist ebenbürtig. Wunderbar, das wirst du jetzt öfter machen. Jo, Freunde, das war's heute mit dem Mecklenburger Kochbuben und heute das Rezept von eurem Timmy. Bis dann.